unglaublich spannend. Und das gibt es in dieser Form nicht in Österreich. Extrem spannende Diskussion, vor allem die Besetzung war unglaublich gut. Ich wünsche mir, dass sich in Zukunft in Salzburg solche Veranstaltungen weiter stattfinden. Man hat ja gesehen, wie facettenreich Freiheit eigentlich ist. Wie frei ist er eigentlich, der Freimensch? Dieser Frage widmet sich die Politische Akademie der Volkspartei heute in Salzburg, und zwar im Rahmen einer österreichweiten Diskussionsreihe unter dem Titel Impulse zur Freiheit. Wir wollen Impulse geben, Impulse erzeugen und auch Impulse annehmen. Darum geht es uns jetzt im Juni. In Salzburg geht es speziell um den freien Menschen. Wir stellen uns da Fragen wie frei ist der Mensch, wenn er überhaupt frei ist, welche Grenzen braucht diese Freiheit und wie können wir Freiheit heute ermöglichen. Freiheit, die beste Freiheit ist die, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Freiheit ist nicht unbeschränkt und man muss immer darum ringen. Tue, was du für gut findest. Du bist frei, selbst zu entscheiden, aber mit der Grenze, dass du nur so weit gehen darfst, dass du keinen anderen verletzt oder die Freiheit eines anderen nicht einschränkst. Theologen, Philosophen, Historiker und viele andere geben im Juni den Impuls zum Mitgestalten und Mitdiskutieren. Und jeder kann daran teilnehmen. Ja, das war's heute aus Salzburg. Es geht ja nächste Woche schon weiter, am Mittwoch in Graz. Da geht's dann um freie Gesellschaften. Es wird sicher so spannend wie heute. Und ich freue mich schon drauf, wenn viele kommen. Ihr seid jedenfalls alle herzlich eingeladen.